In diesem Video werde ich etwas zum Bubble-Sort-Algorithmus erklären. Ich werde gleich damit beginnen, etwas über die allgemeinen Informationen vom Bubble-Sort-Algorithmus zu erklären, woraufhin ich dann die Funktionsweise anhand eines Beispiels beschreiben werde. Im letzten Schritt wollen wir uns einmal den Quellcode angucken, wie ein Bubble-Sort-Algorithmus in Java aussehen könnte, beziehungsweise wir schauen uns einmal an, wie dieser auch mit verschiedenen Verbesserungen am Ende implementiert wird. Zuerst einmal werde ich etwas generell zum Bubble-Sort-Algorithmus im Allgemeinen erzählen. Der Bubble-Sort ist ein Sortierverfahren und dieses Sortierverfahren arbeitet als Algorithmus bzw. als Sortieralgorithmus stabil. Ein Sortierverfahren ist dann stabil, wenn nach dem Sortieren die relative Ordnung von Datensätzen mit dem gleichen Sortierschlüssel erhalten bleibt. Wir können uns das folgendermaßen vorstellen. Wir haben eine Liste alphabetisch sortierter Namen und diese wird neu nach Geburtsdatum sortiert. Am Ende bleiben unter einem stabilen Sortierverfahren alle Personen mit gleichem Geburtsdatum auch alphabetisch sortiert. Außerdem arbeitet der Algorithmus in place, was bedeutet, dass der Algorithmus bis auf eine zusätzliche Variable keinen zusätzlichen Speicher benötigt. Einige Algorithmen benötigen komplette zusätzliche Listen, in denen die Werte zwischengespeichert werden. Das ist beim Bubble-Sort-Algorithmus nicht der Fall. Der Algorithmus funktioniert dabei folgendermaßen. Die Eingabeliste, in dem Fall unser Array von Zahlen, wird von links nach rechts einmal komplett durchlaufen. Dabei beginnen wir mit dem ersten Element ganz links. Jedes Element wird nun mit seinem rechten Nachbarn verglichen und es wird geprüft, ist in diesem Fall die Sortierreihenfolge zwischen dem linken Element, also zwischen dem Element, was wir gerade betrachten, und seinem rechten Partner gegeben. Sind diese Elemente nicht sortiert, werden diese getauscht. Um die Funktionsweise besser zu verstehen, schauen wir uns einmal ein Beispiel mit den Zahlen von 1 bis 9 an. Diese Zahlen von 1 bis 9 sind bisher nicht sortiert, das heißt 2, 3, 9, 7, 8, 6, 1, 4, 5 ist ein Array mit den Zahlen von 1 bis 9, die nicht sortiert sind, aber durch den Bubble-Sort-Algorithmus sortiert werden wollen. Wir beginnen damit, dass wir uns das Element ganz links angucken, welches mit seinem rechten Partner verglichen wird. Zu Beginn sehen wir, die 2 und die 3 wird miteinander verglichen und die 2 ist kleiner als die 3, das heißt, die Sortierreihenfolge ist in diesem Fall gegeben und es wird nichts getauscht. Im zweiten Fall gehen wir eine Zahl nach rechts, das heißt, wir nehmen die 3 und betrachten das rechte Element von der 3, das ist die 9. Die 3 ist kleiner als die 9, das heißt, auch in diesem Fall ist die Sortierreihenfolge gegeben. Im nächsten Fall gucken wir uns die 9 und die 7 an. Die 9 wird jetzt wieder mit ihrem rechten Partner, also der 7, verglichen. Und die 9 ist in diesem Fall größer als die 7, das heißt, wir müssen hier tauschen. Wir haben hier mit der 9 auch schon gleich das Element, welches am höchsten ist und am Ende ganz rechts stehen wird. Das sehen wir jetzt gleich. Gleiches gilt für die 9 und die 8. Die 9 ist wieder größer als die 8, das heißt, auch hier tauschen wir. Und wir vergleichen dann die 9 mit der 6. Und auch hier gilt, die 9 ist größer als die 6, also auch diese Elemente werden getauscht. Das Prinzip vollzieht sich jetzt wirklich bis zum Ende durch. Auch die 9 und die 1 wird miteinander verglichen. Die 9 ist größer als die 1. Auch diese beiden Elemente werden getauscht. Gleiches gilt für die 9 und die 4. Auch diese Elemente werden getauscht. Im letzten Schritt wird die 9 und die 5 verglichen und die 9 rückt somit an die letzte Stelle und ist somit auf seiner finalen Position gelandet. Das heißt, der rechte Bereich ist nach dem ersten Durchlauf komplett sortiert. Der zweite Durchlauf verläuft genauso wie der erste, nur dass wir am Ende des zweiten Durchlaufs logischerweise einen größeren, sortierteren Bereich haben, nämlich die zweitgrößte und die größte Zahl, die sich am Ende des Durchlaufs ganz rechts befinden müssen. Zu Anfang vergleichen wir die 2 mit der 3. Auch das ist völlig okay, da die 2 kleiner als die 3 ist. Gleiches gilt für die 3 und die 7. Auch das ist völlig okay, weil die 3 ist kleiner als die 7. Nun vergleichen wir die 7 mit der 8. Auch das ist in Ordnung. Das heißt, die 7 ist kleiner als die 8.
Die Ordnung bleibt somit bestehen. Die 8 ist das größte Element in unserem nicht sortierten Bereich. Das heißt, die 8 wird in diesem Bubble-Sort-Algorithmus nun wie eine Blase ganz rechts in den sortierten Bereich getragen. Im ersten Schritt wird die 8 nun mit der 6 verglichen und die 8 rückt ein Element nach rechts. Genauso läuft das jetzt mit der 8 so bis zum Ende auch ab, dass die 8 am Ende auf dem vorletzten Element, das heißt im sortierten Bereich, landet. Die 8 wird wieder mit der 1 verglichen, die beiden Elemente werden getauscht und die 8 rückt wieder ein Stück nach rechts. Dann wird die 8 mit der 4 verglichen, auch hier ist die Ordnung nicht gegeben, das heißt, die 8 ist größer als die 4 und die 8 rückt ein Stück nach rechts. Und im letzten Schritt wird die 8 mit der 5 verglichen und die 8 rückt nochmal ein Stück nach rechts. Das heißt, unser sortierter Bereich besteht im Moment aus zwei Zahlen nach dem zweiten Durchlauf. Das heißt, die 8, die zweitgrößte Zahl, steht auf seiner richtigen Position, als auch die 9, die ebenfalls schon im letzten Durchlauf auf die richtige Position gebracht wurde. Der dritte Durchlauf verläuft wieder nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, die 2 und die 3 werden miteinander verglichen. Hier ist die natürliche Ordnung gegeben. Das ist okay. Gleiches gilt für die 3 und die 7. Die 7 allerdings ist jetzt im dritten Durchlauf das größte Element im unsortierten Bereich. Das heißt, die 7 wird jetzt wie eine Blase zur drittletzten Stelle, das heißt neben der 8, aufsteigen und am Ende im sortierten Bereich landen. Das heißt, wir tauschen die 7 jetzt einmal mit der 6, da die 7 größer als die 6 ist. Dann tauschen wir die 7 mit der 1, da die 7 größer als die 1 ist. Dann tauschen wir die 7 mit der 4, weil die 7 größer als die 4 ist. Und zu guter Letzt rückt die 7 einmal ganz nach rechts. Und der sortierte Bereich erstreckt sich nun nach dem dritten Durchlauf auf die letzten drei Stellen. Das heißt, die 7, die 8 und die 9 sind somit schon sortiert und diesen Bereich brauchen wir uns auch nicht mehr anzugucken. Was man nun wunderschön sehen kann, ist, am Start bzw. vor dem ersten Durchlauf ist noch kein Element an seiner sortierten Stelle. Nach dem ersten Durchlauf ist das erste Element, das heißt das höchste Element, an der ersten Stelle. Nach dem zweiten Durchlauf sind die ersten zwei Elemente rechts an der richtigen Stelle. Nach dem dritten Durchlauf die ersten drei und nach dem vierten Durchlauf die ersten vier. Auch der fünfte Durchlauf birgt jetzt keine großen Überraschungen. Das heißt, der sortierte Bereich wird jetzt erweitert. 5, 6, 7, 8 und 9 sind jetzt sortiert. Im sechsten Durchlauf haben wir jetzt die Situation, die 1 ist jetzt an die linke Stelle gerutscht und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, die komplette Ordnung ist jetzt gerade hergestellt. Der Algorithmus hat schon im sechsten Durchlauf dafür gesorgt, dass die Liste komplett sortiert ist. Sicher gehen können wir allerdings nur, dass die Elemente 4, 5, 6, 7 und 8 sortiert sind. Deswegen gehen wir noch im Durchlauf eine Runde weiter, das heißt bis zum siebten Durchlauf, und sehen, die Liste ist genau gleich geblieben. Wir haben nichts mehr getauscht. Die Liste vom sechsten Durchlauf ist genau gleich wie die Liste vom siebten Durchlauf. Und dadurch können wir sagen, die Liste ist sortiert und wir müssen nicht noch einen Durchlauf starten, da wir bereits eine sortierte Liste haben. Wir können uns den achten Durchlauf also schenken. Den kompletten Quellcode werde ich unter das Video stellen. Das heißt, so hat man die Möglichkeit, einmal das Ganze, was hier passiert, auch komplett auszuprobieren. Allerdings möchte ich mich in diesem Video nur darauf beschränken, den Quellcode für den Bubble Sort selber zu erklären, da dieser kompliziert genug ist, beziehungsweise da es in dem Video im Kern darum geht. Wir beginnen natürlich damit, dass wir eine Methode Tausche implementieren. Und diese Methode Tausche tauscht in dem Array, welches wir sortieren wollen, zwei Positionen miteinander. Zweite Methode, die wir benötigen, ist die Methode BubbleSort selber. Und die Methode BubbleSort selber bekommt ein Array übergeben mit dem Namen Zahlen. Wir beginnen hierbei mit einer Vorschleife. Und diese Vorschleife steht dafür, dass die verschiedenen Durchläufe damit abgearbeitet werden. Das heißt, wir haben uns ja gerade angeguckt, dass wir einen ersten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften Durchlauf hatten. Und diese Durchläufe werden mit dieser ersten Vorschleife dann abgearbeitet. Wir beginnen hier damit mit dem Index gleich 1 und Durchlauf muss kleiner sein als die Länge des Arrays selber. Das heißt,
Wir haben ja insgesamt die Situation, wenn wir jetzt ein Array von 9 Zahlen haben, wie wir es gerade hatten, brauchen wir 8 Durchläufe, damit das Array sicher sortiert ist. Diese Vorschleife bilden wir hiermit ab. Hinzu kommt jetzt eine zweite Vorschleife. Diese zweite Vorschleife nutzen wir nicht mehr für die Durchläufe selber, sondern gucken uns die Elemente selber innerhalb des Arrays an. Wir beginnen mit dem Index 0 und dieser Index wird so lange hochgezählt, wie er kleiner ist als die Länge des Arrays minus die Durchläufe. Das bedeutet also, im ersten Durchgang betrachten wir die Elemente von 0 bis zum siebten Element, das heißt die ersten 8 Elemente, das heißt 2, 3, 9, 7, 8, 6, 1, 4. Im zweiten Durchlauf betrachten wir nur noch die Elemente von der 0. bis zur 6. Position, da die Variable Durchlauf ja auf 2 steht und wir somit diese 2 davon abziehen. Wichtig an dieser Stelle ist natürlich immer, dass bei einem Array immer von der Stelle 0 und nicht von der Stelle 1 gezählt wird. Das heißt, die 2 befindet sich an der Stelle 0 und die 3 befindet sich an der Stelle 1. Jetzt erinnern wir uns nochmal zurück, dass zwischen dem letzten und dem vorletzten Durchlauf es nicht mehr nötig war, dass wir diesen Durchlauf überhaupt gemacht haben, weil die Elemente vorher schon sortiert waren. Das heißt, nach dem 6. zum 7. Durchlauf hat keine Veränderung mehr stattgefunden und diese Änderung wollen wir jetzt auch noch in den Quellcode einbauen. Dazu bauen wir eine boolesche Variable getauscht ein und prüfen, ist diese Variable überhaupt genutzt worden, das heißt, wurde etwas getauscht. Wurde nichts mehr getauscht am Ende und getauscht nicht auf True gesetzt nach jedem Durchlauf, dann können wir die Schleife ohne Probleme abbrechen, weil das Array ist an dieser Stelle bereits sortiert.